Autounfälle passieren. In diesem Fall benötigst du nur einen Kontakt. Akram Hassan mit seiner besonderen Superheldenstärke. Das wollte ich jetzt nicht. So Leute, willkommen bei Car Race. Mein Name ist Kamal Afse. Heute fahre ich das allererste Mal ein TTRS. RS3 auch schon gefahren, gleicher Motor, klar, aber ich bin mal gespannt, wie dieses Sportcoupé hier das macht. Der kleinere R8, würden einige sagen, oder sagt man. Allerdings fahren wir gegen ein E63, muss echt sagen, wird sehr, sehr sportlich. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, was wir machen werden, aber vielleicht können wir das mit Gewicht und alles drum und dran irgendwie versuchen, ja, mit einem blauen Auge davon zu kommen, würde ich mal sagen. So, ich bin bereit. Oh, ich habe den viel, viel besseren Start erwischt, aber der Kollege hat gepennt. So, gehen wir noch mal rein, was ist genau passiert. Erst dachte ich, dass der E63-Fahrer ein bisschen gepennt hat, allerdings war ich derjenige, der zu früh gestartet ist, und so war es dann auch für den E63 schwierig hinterherzukommen. Ah, saftiger Start, ey. Saftiger Start. Aber das müssen wir wiederholen. So, das gleiche noch mal. Schon bereit. Komm. Aber 100. Ah, komm. Boah, irgendwie ein Schirm mit, Alter. Was ist das denn? So, gehen wir auch hier nochmal rein. Wir beide starten exakt gleich. TTRS, die ersten 100, 200 Meter vor, und dann kommt doch die Leistung vom E63. Krass, dieser TTRS hier mithält. Boah. Alter. So, Rody 50 E63S gegen den TTRS. Bin mal sehr, sehr gespannt. Aus der 2 raus und los. Junge, ihr seid alle am Pennen, ey. Mann, ey. So, gehen wir noch mal rein ins Rowley 50, was genau passiert ist, wieso der Abstand so groß war. So, hatten jetzt beide ungefähr 50 und jetzt geht der E63-Fahrer ein bisschen eher als ich auf dem Gas und dann ist der Abstand doch am Ende zu groß. Das
gleiche wie beim Porsche GT4 RS. Habe ich kurz gewartet und dann wollte ich nicht zu früh Gas geben. Machen wir nochmal. Das machen wir auf jeden Fall nochmal. So, zweite Mal Drag Race. Und los. Komm. Ah! Na, jetzt kommt die Leistung. So, auch hier gehen wir noch mal rein, was genau passiert ist. Hier gehen wir beide, oder sind beide relativ auf 50. Gehen jetzt beide, ich vielleicht ticken eher auf Gas. Versuchen ein bisschen mitzuhalten, doch dann kommt die Leistung vom E63. Aber knapper als gedacht. Ist einfach so. Knapper als gedacht. Ist einfach so. Das muss man einfach so gestehen. Knapper als gedacht. TTRS gegen E63S, also wir haben schon gerade gesprochen, es war uns klar, dass das dass der E63 gewinnen wird, so ist das nicht, aber dass es so knapp wird, hätten wir nicht gedacht. Klar, es sind nochmal 400-500 Kilo dazwischen, aber ich muss ehrlich sagen, also brutal mitgehalten TTRS. So, das war das nächste Duell. Mein Name ist Kamal Afse, ich will es nicht zu lang machen. Bis zum nächsten Mal.